Jo Leute, was geht? Freunde, wir haben gerade die Apokalypse in GTA 5. Eine riesige Zombie-Invasion ist gerade und ihr hört es momentan, was dort alles abgeht. Franklin hat sich mittlerweile komplett abgesichert. Und ich meine, guckt euch mal an, da gehen auf jeden Fall komische Sachen ab. Oh oh. Warum ist es so still geworden? Leute, ich habe mich auf jeden Fall gesichert. Hier kommt kein Zombie durch. Oh mein Gott, da sind sie, Leute. Die Zombie-Horden. Wow. Leute, da sind die Zombies und wir haben wirklich ein ganz großes Problem. Wir haben nämlich gerade momentan irgendwie fast keine Autos am Start. Und ja, die Firma läuft nicht wirklich. Also ich glaube auch niemand wird sich finden, der irgendwie ein Kunde sein könnte bei uns, der jetzt während der Zombie-Invasion ein paar Autos haben möchte. Aber wir sind geschützt, Leute. Unsere Barriere ist aufgebaut. Hier kommt auf jeden Fall kein Zombie durch, Leute. Wir haben alle Barrieren abgesichert. Wir sind hier definitiv sicher vor dieser Zombie-Invasion. So, wow, okay. Wo kommen Sie denn rein? Sind Sie ein Zombie? Nein, ich möchte nur ein Angebot machen. Okay, was ist das Angebot? Wir haben eine Zombie-Invasion. Ich glaube, hier gibt es gerade Besseres zu tun, als ein Angebot zu haben. Das ist die perfekte Gelegenheit, um sich für die Apokalypse vorzubereiten. Es gibt jetzt sehr viele Zombie-Fahrzeuge, die in Los Santos ohne Besitzer rumschwirren. Die Gelegenheit, sich die zu schnappen und sich 50 Millionen Dollar zu sichern. Ich bekomme 50 Millionen Dollar, wenn ich wie viele Fahrzeuge sammle? 6 Stück an der Zahl. Okay, einfach 6 Fahrzeuge, dann kriegen wir, Leute, das Geld. Okay, also 6 Apokalypse-Zombie-Fahrzeuge, Freunde, die wir in GTA 5 suchen müssen. Alles klar, aber wie soll ich denn jetzt hier mich fortbewegen? Nehmen Sie mein Auto dort hinten. Okay, alles klar. Leute, heute gibt es auf jeden Fall wieder eine weitere Episode, wo wir Fahrzeuge in GTA 5 sammeln und heute in der Zombie-Apokalypse-Edition. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch eine weitere Episode davon haben wollt und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Okay, also ich bezweifle stark, dass man mit dem Ding geschützt ist vor einer Zombie-Apokalypse. Aber gut, dann gehen wir mal auf zum ersten Ort. Oh Mann, weg mit euch Zombies. Verschwindet! Ja, genau. Weg von meinem Laden. Solange ihr nichts kauft, seid ihr hier nicht erwünscht. Wow, sind das viele gewesen, Freunde. Boah, guckt euch das an. Okay, ich glaube, einige sind in den Laden eingedrungen, oder? Nee, hoffentlich nicht, Leute. Boah, wo bin ich denn jetzt hier angekommen? Boah, ich glaube, es ist hier echt fraglich, ob wir hier ein Fahrzeug finden können. Also Autos finden wir auf jeden Fall hier. Aber wir brauchen Autos, die uns vor einer Zombie-Apokalypse schützen sollen. Und naja, der Ort ist schon ein bisschen idyllisch und ruhig. Zum Glück sind hier momentan keine Zombies. Echt, wirklich zum Glück. Okay, dann ich glaube, ich muss mich zu Fuß durchkämpfen. Franklin, sei bereit, falls irgendein Zombie kommt, da müssen wir uns wirklich ausrüsten. Einfach vorsichtig sein, okay, Franklin? Wir suchen mal nach dem Wagen. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Der Bus auch ebenfalls nicht. Aber vielleicht finden wir irgendwelche Sachen, die wir sammeln können hier in diesem Bus. Nö, auch nichts wirklich zu finden. Boah, das erinnert mich, Leute, an so ein The Last of Us Level, wie das einfach aufgebaut ist. Es ist so heftig. Oh mein Gott, wartet mal kurz. Ich glaube, ich sehe da was. Yo! Oh, guck euch das mal an. Wir haben hier so ein Polizei. Warte mal kurz, sind das zwei? Das sind zwei Fahrzeuge, Freunde. Aber wir nehmen nur eins davon, weil das eine ist halt, ja, das ist das Gleiche. Und außerdem bin ich alleine hier. Ich kann nicht beide mitnehmen. Aber guckt euch das mal an, Leute. Das ist einfach so Waffen an der Seite montiert. Hinten so Schutzschilde, dann Kreissägen, Leute. Ein paar Messer hier drauf. Und oben sogar noch eine MG. Und vorne Miniguns. Und Leute, damit rüsten wir uns definitiv aus. Also damit können wir uns auf jeden Fall krass ausrüsten, sage ich euch. Dann steigen wir mal ein in den Wagen. Okay, wow. Alles klar, dann probieren wir damit mal hier irgendwie rauszukommen aus dieser Öde. So, und raus da. Wow, okay, wir haben es geschafft. Und da sind schon wieder Zombies. Okay, Leute, seid ihr ready? Wir probieren mal, was es möglich ist, mit diesem Fahrzeug an Schaden auszurichten. Wow, okay. Irgendwie glitscht es sehr, sehr krass. Aber ich glaube, das Ding hat doch noch ein paar Gadgets da, oder? Also wir können das doch verwenden, nicht wahr? So, wow. Arm, Junge! Weg mit euch! Zack, zack, zack! Weg mit euch, Zombies! Auf Nimmerwiedersehen! Oh, okay. Alles klar, wir sollten damit auf jeden Fall mit einem bisschen gewisser Distanz drauf schießen. Aber wir können uns so den Weg richtig durchbahnen. Das ist ja echt cool, dieser Wagen. Einfach Polizei, Alarm natürlich, Sirene funktioniert auch. Ganz klare Sache, Leute. Bam, bam, bam. Wenn wir irgendwas brauchen. Wir können uns auf jeden Fall verteidigen. Damit haben wir, Leute, dann das erste Fahrzeug aufgesammelt. Und ich muss sagen, es gefällt mir optisch sehr gut. Also, es ist ein sehr gutes Auto. Es ist nicht das Beste, aber man kann sich wenigstens ein wenig damit verteidigen. Und let's. Bam. Weg mit dir, Zombie. Verschwinde. So. Verschwinde, Zombie. Weg mit dir. Weg mit dir.
Okay. Der will offensichtlich nicht drauf gehen. Also Leute, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich diesem Auto eine 6 von 10 geben. Okay, wir müssen echt aufpassen und darum bangen, dass wir überhaupt diese Barriere halten können. Aber gut, dann fahren wir das erste Fahrzeug mal rein. Ja, vielleicht müssen wir es woanders hinleiten, aber gut. Alles klar, der Kollege wird das Auto jetzt nicht einkassieren. Oh, oh, da ist ein Zombie, Leute, da ist ein Zombie. Bam, Junge, die kommen ja mittlerweile schon rein. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen die, glaube ich, an einem anderen Platz verstauen später. Vielleicht wäre hier auch eine gute Location. Ich kann mir nicht wirklich sicher sein. Aber gut, das erste Fahrzeug haben wir schon einmal. Wow, guckt euch das mal an. Hier wurde einfach eine Quarantänezone eingerichtet. Okay, ich hoffe mal, dass ich da wenigstens reinkommen kann. Alles hier unter dieser Brücke. Die komplette Brücke ist auch eingestürzt, Leute. Also es scheint hier wirklich richtig ernst zu sein. Und das Militär ist hier. Das ist doch mal eine gute Sache. Aber diese Fahrzeuge interessieren uns nicht. Wir wollen nämlich dort hineingehen, damit wir wieder rausgehen und gucken, ob dort irgendwo im Umland irgendein Fahrzeug befindet, was wir nutzen können. Dann kommen wir mal hier durch. Okay, Leute, hier sind wieder einige Zombies. Momentan sind sie noch recht ruhig, also bewegen sich nicht. Aber wir gucken mal. Hier ist ein Polizeiwagen. Der hilft uns aber nicht wirklich weiter. Okay, komm. Bam, Junge. Weg mit dem. So. Wow, okay. Was ist das denn für ein Wagen? Da steht einfach, Leute, Zombie drauf. Es ist ein Sportwagen, der ist extra dafür konzipiert worden. Okay, Vorsicht, dass uns niemand angreift. Alles klar, ich glaube, den Wagen kann man fahren, ne? Yo, okay. Also, es ist zwar kein bewaffnetes Fahrzeug, oder hat es was drauf? Kann man was... Yo! Okay, ich habe alles zurückgenommen, Leute. Dieses Fahrzeug hat auf jeden Fall Bullets. Und es hat eine sehr schöne Lackierung, Freunde. So eine richtig nice Zombie-Lackierung. Oh, Mann. Damit werden wir erstmal, ja, direkt zur Garage fahren. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal etwas in der Hand. Oh, Militär greift mich an. Okay, 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 okay. Die denken, ich bin deren Feind. Okay, okay, okay. Das ist wohl deren Auto. Ich habe deren Auto genommen. Na gut, dann müssen wir hier raus. Wir müssen hier raus. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Komm, Franklin. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ja, okay. Schnell raus hier. Wow. Okay, weg hier, Leute. Weg, 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 weg. Bam, Junge. Nehmen wir noch ein paar Zombies mit. Und jetzt gucken wir mal, ob diese Bullets auch wirklich was Krasses treffen können. So. Wir gucken mal. Bam, bam. Okay, ich treffe nicht. Ich treffe ihn nicht. Also irgendwie ein bisschen schwierig, Leute, den zu treffen, muss ich sagen. Außerdem ist der Wagen so ein bisschen jetzt demoliert. Ich habe den ein bisschen zerstört, indem ich jetzt die ganze Zeit gegen die Steine gefahren bin. Aber Hauptsache, wir haben es heute auf jeden Fall geschafft. Das zweite Fahrzeug ist gesichert. Und jetzt nehmen wir noch ein paar... Ah, nein, bloß nicht die Tür kaputt machen, Franklin. Das... Oh! Oh, diese Fahrradständer. Eieiei. Dagegen zu fahren, das tut jeden weh mit einem Auto. Ah, okay. So, dann fahren wir mal weiter, Leute. Und bringen den zweiten Wagen zu uns in die Station. Alles klar. So, hier in die Garage passt es ganz gut. So, das muss eh repariert werden, das Auto. Es ist nicht für den täglichen Gebrauch geeignet. Das Glas ist komplett zersplittert. Aber egal, wir haben das zweite Auto. Jetzt geht's weiter, Leute. Auf geht's. Suchen wir das dritte Fahrzeug. So, da wären wir, Leute, am nächsten Ort. Und hier gab es vor kurzem wahrscheinlich einen Polizeieinsatz. Wir sehen hier einige Rettungswagen und Polizeifahrzeuge. Und das Ganze deutet hier darauf hin. Hier hat man versucht, eine Quarantänezone aufzubauen. Aber ich glaube, es lief nicht gerade so, wie sie sich vorgestellt haben. Weil, ja, Leute, mittlerweile ist alles hier wieder, ja, nicht wirklich aufgebaut. Und da hinten, Leute, sind immer noch diese Star Wars Poster. Wie geil. Na gut, dann gucken wir mal, was für Fahrzeuge wir hier finden. Wir müssen währenddessen echt vorsichtig sein. Leute, hier können überall diese Zombies sein. Überall. Da sind welche. Hier. Leute, das gibt's doch nicht. Weg mit euch. Weg mit euch, Zombies. Was ist mit dem Vogel da hinten los? Bruder, er steckt da fest. Er steckt da an der Ampel fest. Okay. What? Ist, glaube ich, auch ein Zombie. Alter, der bewegt sich einfach nicht mehr. Okay, so, dann gucken wir mal. Irgendwo müsste hier was sein. Irgendwo müsste hier was sein. So, oh Mann, Alter, wie viele von euch sind denn hier? Einfach ganz Los Santos ist voller Zombies nur noch. Fast keine Zivilisation mehr. Aber wie gesagt, er hat ja gesagt, das ist eine gute Chance, sich Fahrzeuge zu sichern, die einfach for free sind. Warte mal kurz, was ist das denn für ein Wagen? Kann man in den Bus einsteigen? Der hat sogar eine Klimaanlage und die läuft. Wenn die Klimaanlage läuft, vielleicht läuft ja auch dieser Bus. Und der hier hat ein bisschen Wasserversorgung, glaube ich. Noch eine zweite Klimaanlage. Boah, der ist echt schön geschützt, muss ich sagen. Ich glaube, da hinten sind noch ein paar Gastanks, Elektronik, Generatoren. Wow, was ist das für ein Bus? Kann man da rein? Kann man den fahren? Jo,
man kann den fahren, Freunde. Oha. Und wir haben hinten sogar Satellitenanschluss. Das heißt, wir können damit, glaube ich, einfach auch Fernsehen gucken. Wow, guckt euch den Bus mal an. Der ist echt cool. Okay, meine Damen und Herren, wir fahren jetzt mit dem Bus Richtung Los Santos Ostseite. Keine Gäste, leider erlaubt. Sie sind Menschen, dann kann ich sie gerne mitnehmen. Wow. Ach so, das meinte jemand ernst. Hä? Die Dame? Sind sie Zombies? Sind sie ein Zombie? Stopp, stopp, stopp. Sie können nur rein, wenn sie ein Zombie... Kein Zombie... Okay, sie sind kein Zombie. Okay. Ich habe eigentlich einen Scherz gemacht, dass ich Leute mitnehme mit dem Bus. Aber gut, jetzt haben wir eine Person mitgenommen. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, alles klar, Leute. Let's go. Wir fahren mit dem Bus jetzt Richtung meine Stelle. Und ja, wir haben jetzt eine Person gerettet. Immer eine coole Sache. Also der Bus ist eine sehr, sehr gute Sache, um auch wenigstens Menschen zu retten. Und außerdem kann sich das Ding sehr, sehr gut selbst versorgen. Das heißt also, wir haben eine eigene Quarantänebasis in diesem Bus gebaut. Also ich würde sagen, Leute, auf einer Skala von 1 bis 10 bei diesem Fahrzeug würde ich dem Fahrzeug auf jeden Fall eine 9 geben, wenn es ums Überleben geht. Hey! Haben Sie mich gerade beleidigt? Ich bin der Fahrer. Ruhe auf den billigen Plätzen. Okay, den Bus kriege ich unmöglich dort in die Firma hinein. Deswegen werden wir den Bus einfach mal hier draußen stehen lassen. Ich meine, es kann sich ja selbst beschützen. Das Ding ist eine Festung, was wir haben. Oh, ich komme nicht um die Kurve, oder? Ich weiß nicht, ob ich um die Kurve hier gut komme. Ah, so. Okay. Alles klar. Okay. Miss, ich vertraue Ihnen diesen Bus an, okay? Also, sollten Sie sich dazu entschließen, diesen Bus zu klauen? Ich weiß, wo Sie sind. Ich habe einen AirTag bei Ihnen in der Hosentasche installiert. Ja, ja. Okay, so. Dann gehen wir mal raus, Leute. Schönes Gerät. Okay, Sie können den Bus jetzt bewachen. Bleiben Sie einfach drin, Sie sind sicher. Sie geht... Sie können da gerne drin bleiben, okay? Alles klar. Das dritte Fahrzeug haben wir gesichert. Fehlen nur noch 3 Fahrzeuge. Dann haben wir es geschafft. Okay, Leute. Das nächste Fahrzeug befindet sich in einem Tunnel. Und jeder, der ein Zombie-Spiel gespielt hat, jeder, der The Last of Us gespielt hat, weiß, wenn man in einen Tunnel geht, dann gehen dort ganz merkwürdige Sachen ab. Und ich glaube, man sieht es auch hier, Leute, was dort alles passiert ist. Wow, es sieht so ekelhaft aus. Okay, wir gehen dort rein. Leute, aber ich glaube, da ist ein großer Schatz, der auf uns wartet. Wir haben die Möglichkeit, hier was ganz Großes zu sammeln. Deswegen gehen wir vorsichtig hinein und schauen mal, was wir finden können. Okay, wir haben hier noch viele Zombies, Leute. So, da ein Zombie, da ein Zombie. Wir müssen jeden einzelnen Zombie, Leute, hier ausschalten. So, oh, der ist aufgestanden. Der ist wieder einfach so von den Toten auferstanden. So, okay, haben wir hier noch ein paar. Looten wir denn einfach mal. Wir brauchen nämlich auch Ressourcen. Die sind definitiv wichtig, Leute. Wir brauchen die Ressourcen, um zu überleben. Immer, was wir nehmen können. Immer, was wir nehmen können. Okay, was haben wir hier noch in diesem Tunnel? Wir gucken mal. Ist dort hinten etwas? Also, ich sehe bisher kein besonderes Fahrzeug. Also, ich meine, die sehen ja alle irgendwie so ein bisschen besonders aus. Ja, aber Leute, ich meine, der Wagen hat ein Dach, das flacher ist als die Motorhaube. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Aber sonst haben wir hier fast keine Fahrzeuge. Hier stehen alle Fahrzeuge still. Nichts ist hier verfügbar. Gab es denn nicht hier eine Person, die es irgendwie mit einem Zombie-Wagen hier geschafft hat oder nicht geschafft hat? Wartet mal kurz. Ich sehe dort etwas. By the way, hier ist ein normales Auto, was einfach hier drin steckt. Aber was ist mit dem Wagen? Wow, der sieht auch ein bisschen verrostet aus. Aber ich glaube, der ist noch gut in Schuss. Ich meine, der hat auf jeden Fall ein Geschütz. Der hat so eine Kreissägenrolle vorne drauf montiert. Und der ist so gut wie komplett gepanzert. Also ich glaube, wow. Ich glaube, für die Apokalypse ist das Ding mehr als genug geeignet. Vor allem, das Ding hat eine Kreissäge auch hinten. Wir steigen mal ein in diese Kiste. Komm. Komm, lauf, lauf, lauf. Geh an, geh an, geh an, geh an, geh an, geh an, geh an. Ja, sie geht an. Sie geht an, Leute. Und es drehen sich die ganzen Räder. Wow. Okay. Damit müssen wir uns erstmal hier rausholen. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Alles klar. Zeit für den ultimativen Test mit diesem Fahrzeug. Boom. Wow. Okay. Damit treffen wir wenigstens die Zombies. Let's go! Und jetzt fahren wir noch einmal drüber, Leute. Einmal hier drüber fahren. Und ich glaube, das wird er nicht überstanden haben. Nein, das hat er auf gar keinen Fall überstanden. Auf gar keinen Fall. Oh, man. So, dann warten wir mal, wo noch andere Zombies sind. Und die werden wir mal mit unserer Kreissäge von hinten direkt nehmen, Leute. So 360 von hinten Attacke werden wir gleich machen. Und man muss sagen, der Wagen fährt richtig schnell. 200 km/h packt der ganz entspannt. Ganz entspannt. Okay, da sind ein paar Zombies, Leute. Jetzt pass auf, wir probieren es mal. 360. Ich meine 180 Grad Drehung und rein da in die Kettensäge. Wow. Komm schon, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Yo. Der hat es direkt nicht überstanden. Das war's.
direkt zersägt. Okay, der vielleicht auch. Dann sehen wir mal gleich. Und zack, Junge. So. Okay, es trifft sie alle. Guck mal, die sind direkt down. Die sind direkt down. Berühr das Ding, berühr das Ding. Komm, 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 komm. Einmal kurz berühren. Einmal kurz berühren. So. Kurz in Kontakt kommen. Hat sie berührt. Und sie ist down. Sie ist direkt down. Wow. Das Ding ist wirklich ein Zombie-Killer, muss man sagen. Hier kurz berühren. Und der steht ja wieder auf. Nein, er steht nicht auf. Alter, von einer Skala von 1 bis 10 ist das Fahrzeug eine 11. Das ist eine 11. Wir fahren kurz mal hier. Das Ding ist eine 11. Es macht alle Zombies mit einem Hit direkt erledigen. Wahnsinn. Was für eine Maschine. Es ist so geil. Okay, dann liefern wir das Ding mal ein. Und dann schauen wir mal, Leute, was wir als nächstes für ein Fahrzeug holen. Okay, jetzt sind wir hier, Leute, beim alten Motel in Sandy Shores. Guckt euch mal an, was damit alles passiert ist. Es ist einfach wirklich komplett... Ich hatte schon gedacht, es kann nicht schlimmer aussehen. Aber es sieht einfach noch verkommener aus, als es damals schon war. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier etwas Cooles finden. Wow. Leute. Der Wagen sieht gar nicht mal schlecht aus. Kann man den auch einsteigen? Ich weiß... der ist blockiert. Ah, schade. In den komme ich nicht rein. Aber der sieht gar nicht so schlecht aus. Aber hier ist auf jeden Fall Gepäck. Das heißt, hier müssten ein paar Personen mitgefahren sein. Gucken mal. Also es gab hier wirklich einige Leute, die mit diesem Gepäck hier unterwegs waren. Okay. Ah, ja, ja, Achtung, Zombie, Achtung, Zombie. Oh, da ist noch so einer von den Wagen. Kann man da wenigstens einsteigen? Yes! Es geht! Es geht, es geht, es geht, Leute. Okay. Das Ding ist eine sehr rostige Kiste, aber alleine, dass man das Ding fahren kann. Und ich glaube, es sieht aus, als hätte das Ding sogar noch eine fette Rakete, ne? Mal gucken. Okay. Alter, oh, das ist eine richtige Rakete. Nicht das, was die anderen hatten. Das ist eine richtige Rakete. Wow, das geht ab, Leute. Das geht richtig. Wow, okay, das ist ein sehr, sehr rutschiges Fahrzeug, muss ich sagen. Aber gut, dann haben wir jetzt, Leute, das vorletzte Fahrzeug gesammelt. Let's go. Das ist eine alte Bruchkiste, aber sie funktioniert. Sie funktioniert und hat einen richtig krassen Waffenaufsatz. So, dann gehen wir jetzt zum letzten Fahrzeug. Okay, und das letzte Fahrzeug soll man angeblich hier finden. Irgendwo im Zentrum der Stadt. Alles ist zu, Leute. Wirklich voll. Bäume sind hier gewachsen und auch das gesamte Schienennetz ist einfach zugewachsen, von der gesamten Natur eingenommen worden. Und jetzt müssen wir noch das letzte Fahrzeug finden, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall die Challenge geschafft und dann sind die 50 Millionen Dollar uns sicher. Okay, so, der Wagen ist es schon mal nicht. Oh, hier sind sogar Bäume eingestürzt und aus dem Boden rausgerissen worden. Okay, ist es der Wagen? Nein, leider nein. Der Wagen, das sieht auch... Die sehen ja alle schlecht aus. Wir haben hier wirklich nur Schrottkisten, Leute. Nur Schrottkisten hier und da. So, ist das ein Auto? Oh, das sieht glänzend aus. What? What? Es ist ein Regera? Das ist ein Königsegg. Ja, ein bisschen modifiziert, aber... Oha, mit einem Geschütz obendrauf. Natürlich, Leute. Mit einem Geschütz. Okay, also ich glaube, da sind ein paar Ersatzteile rausgenommen worden aus dem Wagen. Aber das ist ein Supersportwagen. Das ist immerhin ein gutes Fahrzeug. Wow, und der hat auch... Oh, okay, let's go. So, und das Fahrzeug stellen wir jetzt einfach mal hier hin, Leute. Wir haben jetzt immerhin 6 Fluchtfahrzeuge. Okay, Leute, damit würde ich auf jeden Fall sagen, wir haben die Challenge geschafft, Leute. Die 50 Millionen Dollar sind unsers. Aber ich... Ach, nee. Leute, Geld ist doch nichts mehr wert in der Zombie-Apokalypse. Die Autos sind was wert. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich nehme das Auto. Ich nehme das Auto. Das ist jetzt meins. Leute, wir haben auf jeden Fall die 6 Fahrzeuge in GTA 5 gesammelt, die Zombie-Fahrzeuge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr eine weitere Episode haben wollt. Und vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.